besagte Tasche, die ich versteigern möchte zugunsten der Fluglärminitiative in Mainz-Lerchenberg. Dort wird nämlich gesammelt für eine Messstation. Die brauchen sie dringend, um festzustellen, wie sich der Lärm entwickelt und entwickelt hat, wie laut es dort tatsächlich auf dem Lerchenberg ist. Und ja, ich möchte gerne meinen Teil dazu beitragen und deshalb diese wunderbare Tasche versteigern, damit das Geld möglichst schnell reinkommt. Ich trenne mich sehr ungern von dieser Tasche. Das ist eine ganz tolle Tasche. Ich habe die schon 10 Jahre lang und kann mich davon nur schweren Herzens trennen. Also es ist ein wichtiger Verlust für mich. Praktisch, man kann sie wunderbar kurz unterm Arm tragen. Sie ist so groß, dass da einiges reingeht, zum Beispiel ein Tablet, ein Spiegel geht da rein oder eine andere Zeitschrift. Natürlich das, was man auch braucht, Portemonnaie und so weiter. Sie hat viele Taschen, die zum Teil mit Reißverschlüssen zuzumachen sind. Das heißt also einfach mal so ein Griff in die Tasche auf der Rolltreppe am Bahnhof ist nicht so ohne weiteres möglich. Ja, also diese Tasche hat nur Vorteile. Sie ist schlicht, schwarz und ich gebe sie gerne für die Flugzeuge.